Vor allem gegen die Großen läuft heute nicht so rund. Dann sollte gegen Wigan doch mal ein bisschen was gehen. Tipo Glone, ja. Und die Barclays Premier League sucht ein neues Opfer. Beziehungsweise der Tabellenführer der Barclays Premier League sucht ein neues Opfer. Vielleicht finden sie es in Wigan Athletic. Die Tabelle relativ eindeutig. 4 Punkte Vorsprung. Ist ein bisschen zusammengeschmolzen. Wigan irgendwo in der zweiten Hälfte der Tabelle. Also auf dem Papier wieder genau das, was man sich jetzt denkt. Auf dem Papier eindeutig. Aber das hat schon oft getäuscht. Deswegen erstmal abwarten. Erstmal gucken und erstmal diesen Ball auf Dumbia spielen. Der durchaus mal nicht schlecht war. Ja, das letzte Spiel gegen ManU 1-1. Ich könnte sagen, immerhin ein Punkt. Immer nicht verloren noch. Aber ja, es war schon ärgerlich. Also, vor allem, was nicht gestimmt hat, die Defensive. Was sehr überraschend ist, weil die Defensive eigentlich immer ein ganz großer Pluspunkt ist. Ein ganz starkes Attribut ist von Man City. Jetzt erstmal runter. Also die Verteidigung eigentlich immer bei Man City steht. Rodwell, Ecke. Steht und was auch immer ich jetzt noch sagen wollte dazu. Genau, aber dann fällt halt mal wieder eins. Gegen Arsenal fallen halt mal 2. Und vor allem im letzten Spiel, es hätten viel mehr fallen müssen eigentlich. Es war ein Wunder, dass nur Van Persie getroffen hat. Die Abwehr hat gewackelt wie... Also, das finde ich nicht mal ein Adjektiv, um das adäquat zu beschreiben. Wirklich. Das Einzige, was mir einfällt, ist Trauer. Was kein Adjektiv ist, aber trotzdem sehr treffend. Wenn man sich das so angeschaut hat. Lasket. Flankenwechsel auf Nasri. Ball rein. Etwas weit! Und Loni kommt auch noch ran. Ich habe eigentlich mit dem Keeper gerechnet. Aber klar, er ist in der Rechtsbewegung da. Und doch nach links flanken nicht so einfach. Verzeihbar. Durchaus verzeihbar, dass der hier nicht reingeht. Ja, also die Defensive gegen große Mannschaften, so darf man nicht wackeln. Das würde auch an Oli Kahn jetzt bemängeln, klar. Schon die Frage, ob diese Abwehr dann für so ein Top-Niveau wie Manchester United als Gegner reicht. Das ist eine Frage, die muss man sich anhören. Als Trainer dieser Mannschaft. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Touré, das war Kung Fu Next Level. Dumbia, wow! Ich habe ein bisschen zu lange gedrückt zu flanken. Schade. Passiert, kein Problem. Länder, Jovetic, ja, und Jovetic ist auch so ein bisschen eine tragische Figur. Steht 1-1 im letzten Spiel und hat er in der 90. Minute tatsächlich die Chance. Und dann scheitert er am Keeper und an seinen Nerven auch ein Stück weit. Einwurf. Ja, weiß ich nicht. War eigentlich in Topform und dann. Fragezeichen, was dann passiert ist jetzt der Keeper. Aber davon wegen! Niemals mit dem Keeper rechnen, immer auf den Kopfball gehen. Wow, also von mir aus kam etwas überraschend, wie man vielleicht auch gehört hat, dabei. Warum nicht? Müller. Müller, erstmal nix, Touré. Wieder nix und ab in die andere Richtung. Bisschen chaotisch jetzt. Loni. Loni, gut. Gut im Weg gestanden, Dumbia. Hätte er selber gehen sollen. Das war fahrlässig, das hier so wegzuschmeißen. Müller, aber den können wir noch mal machen. Können wir noch nachsetzen. Jetzt ist der Keeper endlich mal da. Nun die neue Torwart. Mal Spaß machen dürfen hier. Ist nicht alles nur ernst. Alles gut. Richards möchte jetzt auch mal vorne mitstürmen. Hat dazu natürlich durchaus das Recht. Solange hinten keine Lücke hinterlässt. Keine allzu große. Die relevant wird, wie hier zum Beispiel. Kompanie stimmt nach. Kann Cardoza erstmal aufhalten. Milner. Ich dachte, ich habe X gedrückt, aber hey. Ist ja egal. Ist ja egal. Und Gunn. Ja, also es wird jetzt so ein Torwart-Roulette kommen, weil alle Keeper gleich scheiße sind. Deswegen wird man da nicht so viel regeln können in die Richtung. Vielleicht auch ein psychischer Grund, dass hinten jetzt so ein bisschen mehr wackelt. Du weißt nicht mehr, oh, da hinten ist hart. Der macht das sicher kein Problem. Das
ist nochmal eine ganz andere Kopfsituation, wenn du weißt oder eben nicht weißt, ob der Mann dahinter dir hält, wenn du mal einen Fehler machen solltest. Und ja, sie denken auch zu direkt, das gefällt mir alles nicht. Da vorne zu viel Zufallsprodukte. Nee, nee. Vor allem, wir sind so nah an der Halbzeit und wirkliche Chance habe ich noch nicht gesehen. Also, die Aufnahme hat angriffstechnisch sehr gut begonnen, in meinem Begriffe. Dumbia, nicht abspielen, schießen! Danke! Kannst du mit Dumbia feiern? Ja, ihr habt Tor geschossen. Na, komm schon. Ach, dann eben nicht. Ist doch egal. Ja, muss auch einfach mal den Kopf hinhalten dürfen. So würde ich diese Situation bewerten. Ein 1-0, wo sich endlich mal darauf besonnen wurde, was man kann. Nicht lange rumgeschnackt. Dumbia kriegt den Ball, Dumbia geht, Dumbia schießt und dann staubt halt mal jemand ab. Dieses kleine Glück darf man durchaus mal einfordern und besitzen. Espinosa. Spielt es hier direkt, Dumbia nutzt es aber allerdings wieder aus. Gute Deutsch. GG. Müller. Kann er den durchbringen? Nein, Einwurf. Letzte Chance. Müller. Loni! Der Junge leckt mir am Arsch. Wenn er reingegangen wäre, ich hätte wahrscheinlich aufgehört, FIFA zu spielen, weil ich hätte nie ein schöneres Tor erzielen können. Wenn er, also. Ja, Loni hat schon mal die Eier, hat das Selbstvertrauen. Finde ich gut. Noch solche Tore muss man mal erzielen dürfen. Ich fände es besser, wenn es endlich mal Halbzeit gepfiffen wird. Das hier nicht, aber es wird eben nicht. Und tatsächlich hat Gunn was gehalten. Anders, die Frage ist für mich, wie konnte man hart verkaufen? Was ist falsch bei euch? Was soll das? Ich weiß es nicht. Nein, kann man als Keeper durchaus mal halten. Oh, leck mich doch. Man pfeift doch einfach fucking Halbzeit. Meine Fresse, danke sehr. Und weg. Soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Man kann sich wieder ein bisschen besinnen, wieder ein bisschen beruhigen, wieder sortieren. Und Halbzeit 2 ganz entspannt angehen. Denn die Ansätze stimmen durchaus, die Man City hier bisher präsentiert. Milner, da ist Loni zu stark. Das wäre blitzartig gewesen. Das wäre gut gewesen. So ist es halt nicht. Hey. Kann passieren. Loni. Rangelt. Hätte durchaus erfolgreich sein können. Dumbia macht besser. Loni. Schnell. Direkt. Gut. So will ich das sehen. Keeper ist da. Loni. Schon wieder. Alapsi macht seine Berufsbezeichnung Torwart, Torhüter aller Ehre, aber auch erst nicht mal fehlerfrei, wollte ich sagen. Und dann auf einmal wäre es fast passiert, das 2-0 nach Ecke. Loni, bisschen zu weit vorgelegt. Schade, Wunder, dass er überhaupt so weit gekommen ist, dass sich so weit durchstochern konnte. Für mich bemerkenswert. Erster Wechsel. Auf Seiten der Gäste, die hier jetzt unter Zugzwang stehen. Ich sage nicht, ein Gegentor ist unmöglich. Aber ich sage, weiß ich nicht. Wortwörtlich sage ich das auch. Ja, sind schon gute Ansätze, aber die Abwehr hat wieder ein bisschen Vertrauen gefunden. Vielleicht, weiß ich nicht. Dumbia hat allerdings ein bisschen Größenwahn gefunden, hier durchgehen zu wollen. Gut. Schlecht. Aber gut aufgepasst von der Abwehr. Loni. Ah, die gewinnen auch die Bälle heute. Das ist gut. Das ist auch wichtig. Klar. Ein wichtiges Mittel. Rodwell. Da muss er noch einen Schritt gehen. Für mich war das zu früh. So im Nachhinein beurteilt jetzt. Man muss immer spontan reagieren, aber im Nachhinein hätte mehr noch werden können. Loni geht überhaupt nicht hin zum Kopfball. Auch mal interessant. McManaman.
Oh, jetzt vielleicht mal. Wigan Abwehr steht zum ersten, zum zweiten und verkauft. Ja, da hätte man Dumia schicken müssen. So ist er höchstens noch für eine Flanke gut. Ist er! Ist er! Man hat gesehen, der will den Ball. War lange Zeit im Abseits. Nasri hat dafür ein gutes Auge gewartet. Und schenkt Dumia das zweite Tor. Oder sein zweites Tor, bevor er ausgewechselt wird. Pivula, Junge, wir haben Jovetic, bitte. Pivula hat 60, Jovetic hat 85. Und plus minus 5, irgendwie in dem Bereich so. Pivula kann auf seine 67 haben, das ist immer noch scheiße. Für diese Verhältnisse, für diese, ja, für diese Anforderungen dieser Mannschaft ist das einfach zu wenig. Loni hat sich fast durchgewürstelt wieder, ja, die Sauda. Also ähnlich. McManaman. Cardoza. Wird doch nochmal gefährlich. Kompanieren Kolarov mit vereinten Kräften. So, jetzt vielleicht mal wieder in die andere Richtung. Nasri. Nicht, wenn Loni so einen Ball spielt. Wackelt der Keeper heute nochmal. Ich meine, es steht 2-0, 2-1 wäre wackelig, aber eigentlich doch noch ein relativ sicherer Sieg. Vor allem bei diesem Gegner für Man City. Wenn wir realistisch bleiben zu wollen und auch, um sich auf die letzten Ergebnisse, letzten Spiele gegen kleinere Gegner zu stützen. Das stimmt schon so. 2-1 selten, aber wenn, dann wird auch nicht mehr raus. Aber jetzt ist mein Ballglück auf einmal wieder weg. Also Ballglück ist sehr spontan. Fortuna ist mir nicht hold. Pivula. Pivula, gut. Gut, 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 gut. Und das ist die Entscheidung. Das war wichtig. Aber das ist er, das Tor macht. Ich meine, er ist immer noch ein schlechter Stürmer, rein von seinem Insgesamtwert her. Das ist objektiv, das ist ein Fakt. Aber, dass er das Tor macht, richtig, gute Sache. Als Stammspieler hätte ich ihn trotzdem nur ungern. Und den hätte jeder andere Stürmer auch gemacht, dieser Ball. Mit genau der gleichen Körperbewegung. So, Hivula und Jovetic stürmen jetzt für mich das, ja, komisches Team. Einfach wegen Hivula. Alles gut. Dann muss sie nicht eingreifen. Und die weiße Weste bleibt bestehen. Das ist ja auch noch ein Titel. Also sowas Inoffizielles, aber klar, die beste Abwehr innerhalb einer Saison zu haben, ist natürlich immer schön, auch erstrebenswert. Nasri. Bisschen weit für Jovetic. Roan. Hat hier keine Probleme mit, diesen Ball zu klären. Cardoza. Geht vielleicht noch mal. Ich meine, so ein Ehrentreffer wäre für Wigan gegen Tabellenführer bestimmt nicht schlecht, aber auf dem Blatt wird es halt nichts mehr ändern. Auf dem Papier, unterm Strich oder wo auch immer. Jovetic kann ihn retten, macht das gut. Macht das gut. Jovetic macht das gut. Ich dachte, wäre Rodwell gewesen, hätte man noch anspielen können, aber naja, muss ja nicht. Lescott. Rodwell, okay. Mutig. Ich verteidige sein Recht, so einen Ball zu spielen. Aber das 3-0 sollte stehen. Jawohl. Was? Na, oh. Handspiel. Es gibt noch einen Freistoß. Okay. Wie geht das? 28 Metern. Warum denn nicht mal? Naja. Naja, okay. Da haben wir die Antwort. Deswegen nicht mal. Kein Problem. Das Spiel ist gewonnen. Es war eine... Die Leistung war in Ordnung. Sie war nicht überragend. Für überragend hat einfach Sicherheit defensiv gefehlt für mich. Dafür hat man zu viele Bälle verloren. Zu schlechten Zweikämpfen ausgehen teilweise. Trotzdem, man kann durchaus zufrieden sein, man sollte durchaus zufrieden sein. Mit diesem 3-0. Oh ja, hier. Hier warst du, Biotor. Kennst du vor seinen Abwehrspieler, von den Abwehrspielern, dann reicht es ab. Wula. Hier gut mit Richtung gearbeitet auch. Kann ich nichts gegen sagen.
Alles klar. Dann ist als nächstes tatsächlich wieder Pokalzeit. Wigan? Was? Verstehe nicht ganz, aber egal. Soll mir recht sein? Ich frage einfach nicht nach. Ja, FA Cup. Runde 5, Achtelfinale. Passiert nächstes Mal. Ich schaue trotzdem mal kurz auf die Tabelle. Geht voll in die falsche Richtung. Mal schauen. 6 Punkte wieder. Chelsea hat unentschieden gespielt. Gut, wieder ein bisschen mehr Distanzgewinn nach hinten. Die erste Mannschaft, die 50 Tore knackt. 14 Gegentore immer noch am besten. Ja, also Man City nicht dominant in jedem Sinne, aber in jeder Kategorie bester. Das, ja, das zählt schon nicht. Das ist gut genug. Das nächste Mal, Achtelfinale. FA Cup, man darf gespannt sein. Ipswich Town. Kommt zu City.